Magna cum mani heißen die Doktortitel, die nicht mit Fleiß und Schweiß erarbeitet, sondern mit viel Geld erworben worden sind. Und davon könnte es mehr geben, als man bisher dachte. Rund 100 Professoren stehen derzeit bundesweit unter Korruptionsverdacht. Sie sollen gegen Schmiergeld vom Institut für Wissenschaftsberatung ungeeignete Kandidaten als Doktoranden angenommen haben. Auch gegen das Institut wird inzwischen ermittelt. Das Geschäft mit dem Doktortitel ist blüht, denn eine Promotion bedeutet nicht nur Prestige, sondern oft auch berufliches Fortkommen. Wie das Geschäft mit dem falschen Doktortitel funktioniert und warum er immer wieder seine Klienten findet, das haben wir vor der Sendung den Wirtschaftswissenschaftler und Juristen Professor Dr. Dr. Manuel R. Theisen gefragt. Zuvor fasst Maren Adler die Fakten zusammen. Promovieren in Deutschland. Gerade en vogue. Während in England und den USA ein normaler Studienabschluss für einen höheren Beruf reicht, wird in Deutschland promoviert, was das Zeug hält. Rund 24.000 Doktortitel im Jahr werden vergeben. Im Ausland promoviert man für die akademische Laufbahn. In Deutschland dient die Promotion vor allem als Türöffner in die Chefetagen der Wirtschaft. Nicht nur in Anwaltskanzleien wird ein juristischer Doktortitel verlangt. Zunehmend auch in anderen Bereichen. Ohne Promotion kein berufliches Vorankommen. Kein Wunder. Studienabgänger tun alles für den Doktortitel. Optimale Bedingungen für Promotionsschwindler. Gegen Geld vermitteln dubiose Beratungsinstitute Professoren. Rund 100 Professoren stehen derzeit in Verdacht der Bestechlichkeit. Guten Abend, Herr Theisen. Guten Abend, Frau Merkel. Erklären Sie uns doch bitte, wie funktioniert so ein Titelhandel? Wie und wo findet man sich? Ja, im Prinzip wie ein Margarinekauf. Die Berater annoncieren in Hochglanzmagazinen der Airlines oder der Bahngesellschaften und bieten ihre Hilfe an all denen, die nicht selber einen Doktorvater finden. Also diese Institute inserieren, aber sie sagen ja nicht, kaufen Sie sich hier einen Doktortitel, sondern werben damit, dass sich den Kandidaten coachen. Und das ist ja eigentlich in der freien Wirtschaft legal. Ja, sie müssen ja in den Anzeigen streng darauf achten, dass kein Straftatbestand auch nur Erwähnung findet. Sie sprechen natürlich von Hilfestellung, von Beratung, neuerdings auch von Coaching. Aber das ist eine Sprache, die die Leser, die es interessiert, sehr gut verstehen. Für sie ist die Message, bei uns kannst du einen Doktortitel kaufen. Was ist denn jeweils die Motivation und warum läuft dieses Geschäft offenbar sogar sehr gut? Die Motivation ist eigentlich eine ganz klar ökonomische. Man muss Geld einsetzen, um später daraus und damit mehr Geld zu verdienen. Das heißt kurz gesagt, die Investition, also die Bezahlung des Beraters und das Schmiergeld an den Doktorvater, gilt als Investition für die Möglichkeit, später mehr Geld zu verdienen, mehr Mandanten, mehr Klienten zu haben, höhere Honorare verlangen zu können, sodass über die Lebenszeit die Rechnung hoffentlich positiv ausgeht. Schauen wir uns doch vielleicht auch mal die Seite der Professoren an. Warum lassen die sich kaufen? Nun, ich könnte natürlich selber Professor jetzt das Klagelied der niedrigen Gehälter anklingen lassen, aber das ist nicht die richtige Begründung. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch in diesem hochgeachteten Berufsstand einige Scheidungsopfer sind, andere sich mit dem Haus übernommen haben oder sonstige Laster haben wie Spielsucht und Ähnliches, die immer wieder den Hintergrund für solche kriminellen Machenschaften bilden. Wie verläuft denn so ein Leben in Deutschland jetzt mit oder ohne Doktortitel? Wir müssen natürlich, wenn wir darüber sprechen, über die weit überwiegende Zahl, 97-98% der ehrlichen Doktoranden und Doktorandinnen sprechen, die haben eine zusätzliche Zeit dafür eingesetzt, sehr viel Mühe, sehr viel Fleiß, zählen zu den Besten und können dann auch stolz auf ihre Leistung ihr Leben genießen und auch natürlich eine höhere Leistung und bessere Leistung ihren verschiedenen Partnern anbieten. Wenn wir dann die anderen anschauen, die sich das alles erschleichen,
einfach kaufen, dann zielen sie ja genau auf diesen Effekt ab, ohne selbst diese Leistung erbracht zu haben, sozusagen wie eine Beratungsleistung, aber gekauft zu haben, wollen sie doch die höheren Profite, die höheren Einnahmen und das Prestige alles zusammen damit für ihr Leben erworben haben. Herr Theisen, dieses Status oder auch dieses Titeldenken, beobachten Sie das in anderen Ländern genauso? Nach meiner Erfahrung ist das schon ein Phänomen des deutschsprachigen Raums. Ich glaube, Österreich darf man da aus guten und bekannten Gründen mit einbeziehen, aber auch die Schweiz ist ein Standort solcher Titelmühlen, also wo Sie nur Urkunden kaufen können. Und wir müssen natürlich sehen, insgesamt ist in diesem Wirtschaftsraum eben dieses Attribut ein immer noch, Gott sei Dank, ein Zeichen für Qualität, für hohe Ausbildung. Und genau auf diesen Effekt und dieses Vertrauen bauen eben auch die Gauner. Wenn jetzt bekannt wird, dass man sich so leicht eigentlich einen akademischen Titel erwerben kann, was wird das für Auswirkungen haben? Wird damit der Doktor entwertet? Wissen Sie, das ist genau die Frage, die mich seit 25 Jahren auf der Jagd nach diesen Betrügern treibt. Nämlich der Schutz für all die Fleißigen, die jetzt natürlich automatisch auch in dem einen oder anderen Fall schräg angeschaut werden. Und das zu Unrecht, das muss man ja deutlich sagen. Insgesamt glaube ich wirklich, dass der Schaden auf der Seite derer, die es wirklich erarbeitet haben und die unser aller Respekt und Achtung erfahren dürfen, dass diese eben letztlich die Rechnung zahlen. Nun wird ja im Moment weiter ermittelt. Man geht noch von anderen Fällen aus. Was muss jetzt passieren, Ihrer Meinung nach? Zunächst mal ist es richtig, der Staatsanwalt hat jetzt von 100 Kandidaten, Professoren, Privatdozenten gesprochen. Ich gehe davon aus, das ist die Spitze des Eisbergs. Wir sprechen ja auch nur von einem Anbieter, zwar dem größten im Markt, aber wir haben in einigen neuen EU-Mitgliedsländern im Osten eine Reihe von sehr ansprechbaren Professoren und Universitäten. Also das wird noch weitergehen. Was ist zu tun? Die Universitäten, soweit sie in Deutschland sind, müssen aufmerksamer sein. Der Doktoranden betreut, jeder Promotionsausschuss muss sich nun endlich dieses Problems bewusst sein. Und wir müssen auch einige interne Regelungen, die sogenannte Erklärung der Studenten, ausbauen, um das Bewusstsein und auch das ethische Verhalten von dem kriminellen Verhalten zu trennen. Herr Theisen, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitte schön, Frau Meyer.